Hallo Leute, willkommen zu Clock Tower. Ich habe mir mal meine Karte nochmal angesehen und ganz im Ernst, ich habe keine Ahnung, wo ich noch was vergessen haben könnte. Nee, falsch, ich habe in gewissen Räumen einfach das Gefühl, dass ich da was übersehen habe. Weil ich käme jetzt so nicht weiter mit dem, was ich gefunden habe. Deswegen, ja, wie gesagt, ein paar Räume sind mir suspekt, da muss was sein. Und um alles zu finden, möchte ich jetzt nochmal jeden Raum ganz genau untersuchen. Und zwar von A bis Z. Aber das möchte ich bei euch nicht antun. Deswegen werde ich mit SafeSec arbeiten. Und jedes Mal, wenn ich was finde, werde ich euch wieder dazuschalten. Und ihr könnt sehen, was ich gefunden habe. Somit werde ich sagen, bis gleich. Hoffentlich. So, da bin ich auch schon wieder. Und zwar haben wir hier zum Beispiel dieses Bild. Das habe ich irgendwie gar nie betrachtet. Sieht irgendwie seltsam aus. Und ich weiß nicht, ob es was bringt, wenn ich mir das betrachte. Aber ich tue es jetzt einfach mal. Und damit ihr es auch sehen könnt, ja, nehme ich das mit auf. Was ist das für ein Ding? Habe ich keine Ahnung. Und dann, wir können uns nochmal im Spiegel betrachten. Und dann, wir werden angegriffen. Und da muss ich ganz schnell die Panik-Taste drücken. Ja, das ist B. Das Ding würde uns sonst töten, habe ich gemerkt. knappe Kiste. Ja, und dann ist hier sogar noch was. Und zwar hier unten findet man was. Man muss hier wirklich alles ansehen. Eine kleine Flasche mit Parfüm drin. Es riecht wie Mrs. Mary. Und das nehme ich dann auf. Und das habe ich dann auch im Inventar. Hier. Gut, Leute, ich sehe mich weiter um. Bis gleich. Und was? Miss Mary? Das ist vorher nicht passiert, Leute. Gut zu sehen, dass es dir gut geht, Jennifer. Leute, das ist vorher nicht passiert. Was soll das denn jetzt? Mary. Alle. Was? Alles ist gut so. Hä? Ich verstehe jetzt gerade nichts mehr. Das ist vorher nicht passiert. Ganz im Ernst. Was macht die jetzt da? Trink das. Das wird dich beruhigen. Nein, trink das nicht. Ja, war klar. Konnte ich das irgendwie verhindern oder was? Was ist jetzt? Spiel vorbei? Hä? Leute, vorhin ist das nicht passiert. Hä? Was ist jetzt? Bin ich bei dem hier? Hallo? Ist das da auf dem Boden? Ist... Wo bin ich? Kann ich mit dir reden? Achtet immer noch nicht auf mich. Ja, super. Führen aus kann ich irgendwie nicht. Hm, da kommt's. Wer war das nochmal? Lotte oder was? Jenny, du bist okay. Lotte, ja, das ist Lotte. Warte eine Sekunde. Ich hol dich da raus. Ja, bitte. Los, lass uns gehen. Lass uns gehen, bevor Mary zurückkommt. Schnell! Schnell, komm, komm! Ja, finde ich auch eine gute Idee. Ja, geh nach, verdammt. Was? Ja, von draußen wieder ein Schrei zu hören. Das ist ein Pegel, keine Ahnung. Sie findet es auf jeden Fall nicht toll. Beweg dich nicht, Jennifer. Was ist jetzt? Ich werde dich bestrafen, glaube ich, ja. Was? Kann das hier anwählen? Tu das mal. Konnte ich das vorhin schon? Was so mit einer Waffe? Cool! Jennifer hat sie ausgenommen. Geil! Auch okay. Hättest du mich sonst getötet? Oder ich hätte noch eine Waffe in der Hand, oder? Ich will fliehen. Na, bitte in die andere Richtung. Wo, was war das jetzt bitte? Moment. Sie liegt ja da drin. Hoffentlich. Vielleicht kann ich da noch was mitnehmen oder so. Okay. Seltsam. Scheiße, sie ist nicht mehr da. Wie lange redet jetzt der Typ mit uns? Das Brett ist auch wieder da. Okay. Okay, gut. Sag was, Kollege. Sag was. Nein. Kommt wieder nicht.
Boah, gut, bin ich so mit dem Cursor hin und her gefahren. Das war mehr Zufall, dass ich da gesehen habe, dass ich damit agieren konnte. Ja, jetzt nicht mehr. Toll. Aber gebracht hat mir das jetzt auch nicht mehr. Nicht mehr als sonst, ja. Ich habe ja nichts bekommen. Ja, das ist jetzt komisch. So, dann habe ich hier was gefunden. Das habe ich ja auch schon probiert. Hier kommen wir nicht hoch. Das ist ja nichts Neues. Aber an was ich das letzte Mal nicht bedacht habe. Vielleicht kommt man da hoch, wenn wir etwas höher stehen könnten. Ja, und zwar mit dieser Kiste. Gut, hätte man drauf kommen können, ja. Sehe ich ja ein. Jetzt kann sie nämlich da hoch. Ich hoffe, da hinten lässt sich was finden. Da habe ich dann noch nicht nachgesehen, was da wirklich ist. Da drin ist nichts. Was? Okay. Okay, das war aber nichts. Und wenn wir so bei Kisten sind, da oben kommen wir ja auch nicht ran. Und wenn wir mit dem Stock arbeiten, dann kommt der Vogel und dann passiert auch nichts mehr. Aber hier ist ja wieder so eine Kiste, die man verschieben kann. Und ich hoffe, da oben befindet sich jetzt etwas Tolleres, als was wir bisher gefunden haben. Weil, wie gesagt, auch das komische Parfüm, keine Ahnung, wofür wir das benötigen. Vielleicht ist da oben jetzt endlich mal was Tolles, was uns irgendwie weiterbringt. What is this? Das ist voll von Eiern. Und da ist ein Schlüssel drin. Geil. Westflügelschlüssel. Gut, den habe ich jetzt natürlich auch nicht im Inventar. Okay, ich sehe mich trotzdem noch weiter um. So, Leute, ich habe nichts weiteres gefunden. Aber ich habe mich schon mal umgesehen, wo ich die Tür öffnen könnte, beziehungsweise wo wir hier den Westding-Schlüssel gefunden haben. Westflügelschlüssel, so. Und das ist diese Tür hier. Bin gespannt, was es hier gibt. Ein langer Gang. Wo kommen wir jetzt hin? Wow! Alles ist lila geworden. Ach du Kacke. Da können wir runter. Wo können wir da bitte runter? Aber erstmal hier nachsehen. Wow, das sieht unschön aus. Wow, ist gurgel hier drin. Was ist das hier? Hier komische Geräusche. Das ist ein Bär, das ist ein Büffel, das ist ein Hirsch. Das ist sonst irgendwas. Was sagst du dazu? Wow, wow. Was ist, ist das ein Herz? Aber ich habe Lärm gemacht. Geht nicht so toll. Mit mehr kann ich offenbar auch nicht agieren. Okay, bitte stehen bleiben. Hier drin, was ist das da? Nichts. Oh je, was ist in diesem Schrank drin? Ich finde irgendwas Krankes, Perverses. Nichts. Okay. Oben auch nichts mehr. Hier in der Kiste. Auch nichts mehr. Oder könnte ich mich vielleicht hier in diesem. Diese Geräusche. Kann ich mich vielleicht hier drin verstecken vor diesem kranken Typen oder so? Dem ich. Nee, halt, Moment, Moment. Licht anmachen vielleicht. Ja, diesen kranken Typen bin ich jetzt irgendwie nie mehr begegnet, so. Mach das Licht an. Ja, geht. Diese Geräusche, hört doch bitte auf. Ja, vielleicht zieht sie sich jetzt etwas an, was sie vorhin nicht angesehen hat. Weiß man ja nie in diesem Spiel. Muss man ja wirklich alles ausprobieren. Also, hier ist weiter nichts. Hört auf mit diesen Geräuschen, bitte. Nochmal hier drin nachsehen. Vielleicht findet sie ja jetzt was. Nee, offenbar nicht. Was zum Teufel? Okay, da ist eine Leiche drin. Da will ich nicht hineingehen. Ach du Kacke. Du Kacke.
Wow. Okay, schnell raus hier. Und dann würde ich ganz gerne mal hier unten nachsehen. Okay, ich bin jetzt wie gesagt den Typen nicht mehr begegnet mit diesem Mörder, nenne ich ihn jetzt mal. Aber ich habe doch das Gefühl, dass ich hier irgendwo rumspuken muss. Weil, ja, wenn es so ist wie in Clock Tower 3, dann macht er mir Angst. Geht nach links, bitte. Ich weiß noch gar nicht, wo ich hingehen soll, wenn ich verfolgt werde. Wie gesagt, ich gehe dann wieder in den Raum, wo das Auto gestanden ist. Ach du verdammte Scheiße. Kann ich alle nicht? Nee, aber hier war was, ja. Ja, sieh dir ruhig an. Was? Ja, diese Puppen sind schön gekleidet, ja, toll. Ja. Einer davon lebt doch bestimmt. Das heißt, fertig. Jetzt kann ich auch nicht mehr damit agieren. Okay, dann ist hier offenbar wieder nichts. Gehen wir zurück. Alles suspekte Räume hier, die in meinen Augen keinen Sinn ergeben. Aber ich würde sagen, dann bleibe ich jetzt erstmal hier unten. Sehen wir hier alles an. Ja. Wo bin ich jetzt? Moment mal. Da werde ich rauskommen, bestimmt. Ja, müsste dann wohl so sein, nicht wahr? Ich habe mir auch wieder irgendeine Abkürzung, es wurde zu viel gesagt, aber dieses Haus macht gar keinen Sinn irgendwie. So rein vom Aufbau her. Und es geht noch weiter. Das ist verwirrend hier. Diese Tür kann ich nicht agieren. Warum nicht? Fällt mir jetzt irgendwie gar nicht. Nee. Das ist irgendwie seltsam. Halt, da. Bitte da rangehen. Hier mit der ich. Die ist verschlossen, okay. Dann schaue ich weiter um. Bin hier rein. Es geht auch verschlossen, komm. Nein, sie geht auf. Kacke. Erstmal Licht anmachen, bevor ich irgendwas tue. Ist der Rappen drin, oder? Oder klingt es sonst so seltsam? Ja, bestimmt in Käfigen hier. Lass mal alles. Was? Sie ist geschockt wieder. Warum? Was? Eine Leiche von einer Krähe. Und ich habe. Was ist Cage? Was ist Cage? Weiß ich nicht. Ein. So. Tote Krähe, ja. Hier oben ist nichts. Zieh mal da rein. Akebeschlüssel ist das. Cage, aha. Und hier ist ein Drachen drin. Okay, kann ich dann jetzt hier vielleicht hier öffnen? Oder, aha, aha. Nein, versuch das zu öffnen. Akebeschlüssel ist bestimmt für draußen. Nein, ich hab einen Vogel rausgelassen. Kann ich den jetzt wieder irgendwie fangen? Er ist. Ich hoffe. Also, die Krähe ist geflüchtet. Und sie hofft, sie kann das auch. Ja. Sehr schön. Aber jetzt habe ich den Käfig geschlüsselt. Das ist schön. Das ist sehr schön. Und wo? Oh, es geht noch weiter. Wann ist dieses. Langsam verstehe ich das Ganze überhaupt nicht mehr. Sieht alles gleich aus. Sind das mehrere Häuser irgendwie? Oder?
Den anderen Teil wäre jetzt hier dasselbe geht. Paralleluniversum oder was soll das? Wenn wir sie nicht mal mehr rausgucken irgendwie. Na gut, dann eben nicht. Dann müssen wir jetzt hier wieder in eine Haupthalle kommen. Es ist ungefähr gleich aufgebaut. Ja, auf jeden Fall eine Treppe. Das haben wir hier rechts. Oh, halt, stopp. Alles abgeben. Halt, stopp. Der Statue sagt sie auch nichts. Oder kann ich vielleicht hier die Robe anziehen? Nein, diese Robe meine ich natürlich. Ja, cool. Nein, bringt irgendwie nichts. Halt, da ist noch eine. Ja, geht durch die Tür rein. Unbedingt. Erst wieder Licht machen. Ein Klavier. Oh, macht mich jetzt schon nervös. Was ist kaputt? Ja, alle möglichen Musikdinge. Kannst du dich setzen und Klavier spielen? Willst du offenbar nicht. Du wirst dich nicht setzen zum Klavier. Zum Klavier willst du offenbar hingehen. Aber spiel jetzt nicht, verdammt. Sonst kochst du nicht jemanden. Na? Mach das nie wieder. Kapiert? Was? Was? Ich muss hier weg. Bestimmt. Kann ich mich da im Schrank verstecken vielleicht? Wo kommt die Musik her? Von hier. Über Getränke sind. Ich hoffe jetzt mal, dass das Ding hier, das ich angeschaltet habe. Komm, mach's aus. Oh. Meine Ohren. Ja, meine auch. Das willst du nicht sagen? Mach's aus! Oh, meine Ohren. Komm raus hier. Echt mal. Ich will keine Geräusche machen. Verarsch mich nicht, es geht noch weiter. Kann ich auch nicht. Hallo? Hier auch nicht. Was ist denn jetzt hier noch? So viele Türen. Aber immerhin sind wir jetzt mal weitergekommen. Okay, haben wir hier einen Lichtschalter, der funktioniert vielleicht? Auch nicht, schön. Und sagst du bestimmt auch zu all diesen Büchern nichts. Technische Bücher. Mehr sagst du nicht dazu, oder was? Bild da oben? Nein. Da ist noch was. Ja? Dann ist David, also nicht mehr lesbar, glaube ich, keine Ahnung. Oder der Typ heißt David, der das geschrieben hat, eins von beiden. Hm? Versteht sie auch nicht. Was? Nicht so schnell. Ja, habe ich schon mal irgendwo gelesen. Das hier? Sieht richtig aus. Wie ein altes Magazin. Mit so einer Modern-Magazin. Weiß ich nicht, was das ist. Nimm einfach mit, komm. Haben wir hier noch? Ja, die sind hier aufgestellt. So hier, dieser Riss in der Wand. Das können wir noch etwas leuchtet da durch. Das scheint dadurch. Ja. Ein Bus dir doch, verdammt. Es ist zu tief. Kann ich vielleicht mit der Schnur irgendwie. Nein. Das Schwachsinn, das alles Schwachsinn. Mit dem Stein vielleicht noch ein bisschen weiter bearbeiten. Das läuft irgendwie einen Haken oder sowas. Irgendwie sowas. Ich habe Angst, dass irgendwo der Typ auf mich lauert. Ganz im Ernst. Ah, da ist das Ende. Aha, alles klar. Finde ich dann schon mal gut. Dann gehen wir. Noch die Treppe hoch und dann würde ich sagen, reicht es das auch mal fürs. Die Treppe hoch, habe ich gesagt. Da hoch. Jawohl, danke. Da oben werde ich dann für heute Schluss machen, glaube ich. Wir haben viele neue. Oh, die Tür ist offen, gefällt mir nicht. Gefällt mir überhaupt nicht.
Bleib stehen. Hallo, hör auf zu gehen. Hallo, ich drücke die Stopptaste. Na gut, dann bleib da liegen. Okay, es scheint nichts zu passieren. Leute, für heute sage ich vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Clock Tower. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.